FM Backstage. Grimm und Testo von Zugezogen Maskulin sind beide auf dem Land groß geworden. Dort sind sie zwischen Plattenbaubuden und Dorfdiskotheken aufgewachsen. Mittlerweile wohnen sie in Berlin und haben im Februar ihr sehr erfolgreiches Album Alles brennt rausgebracht. Wir haben die beiden Jungs vor ihrem Konzert in Bremen getroffen und mit ihnen über ihre Jugendzeit, Punkrock und Rumgehate gesprochen. Hallo Grimm, hallo Testo, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hi. Hallo. Ihr seid ja beide Dorf- bzw. Kleinstadtkinder. Und ich wollte wohl wissen, mittlerweile wohnt ihr im großen Berlin und ich wollte wissen, ob ihr irgendwas am Leben auf dem Land vermisst. Den Scheißegeruch, wenn immer gedüngt wird, dann hat immer die ganze Stadt hat nach Scheiße gestunken. Das vermisse ich einfach so in Berlin. Nee, ich vermisse tatsächlich nicht so viel. Ich mochte immer so dieses so durch die Natur stromern, aber da habe ich auch noch gekifft vielleicht. Habe ich das deshalb mehr enthusiastischer genossen. Das fand ich tatsächlich immer geil, durch so Abrisshäuser und so. Die nächste Frage geht an dich, Testo, nämlich im Song Plattenbau OST rappst du über deine Jugendzeit in Stralsund, glaube ich. Wie war es denn quasi für dich, auf dem Land groß zu werden? Ja, also wie gesagt, Stralsund ist nicht so richtig auf dem Land, es ist halt so eine Kleinstadt und ja, wie war es? Eben so, wie ich das in dem Lied auch beschreibe, also davor noch sehr viel, dann ist man dann eben noch mit Eltern so schön an die Ostsee gefahren und so weiter und so fort, aber irgendwann kommt man ja dann in ein Alter, wo man nicht mal so darauf Bock hat und sich dann eben ziemlich viel da abspielt, wo man dann auch rumhängt mit seinen Freunden und so weiter, und das war eben das besagte Plattenbauviertel Knieper West in Stralsund und das ist schon so 1:1, wie ich das da beschreibe. Und Grimm, für dich vor allem auf deiner EP ein Thema gewesen, quasi die Provinz und das provinzielle Leben. Ich habe da diese Songzeile beziehungsweise in Frosch, da rappst du von im Regen zerlaufenden Hakenkreuzen und man verbindet ja öfter mal Dörfer mit Fremdenfeindlichkeit, dass das da vielleicht ausgeprägter ist als in Städten. Wie war das denn bei dir irgendwie in der Heimat? War da Fremdenfeindlichkeit ein großes Thema und besonders verbreitet? Ich glaube, es war immer latent. Es ist halt oft da gewesen irgendwie, und es gibt halt auch so, es gibt so eine common Fremdenfeindlichkeit, das heißt also so auf dem Schulhof, du Jude, du Kurde, ist kein so ganz, aber jeweils immer von irgendwelchen deutschen Bauernkindern gesagt, diese Sachen. Es gab keine Aufmärsche oder sowas, es gab so ein paar Dorfnazis, die auch teilweise organisiert waren, so, aber das waren tatsächlich, also richtig, richtig wild war es in den 90ern, da waren es jetzt nur noch so die Relikte, und es war halt eher so einfach, also so Typen, so Dorfkids, die dann halt ein Hakenkreuz in eine Bushaltestelle sprühen, nicht weil das jetzt irgendwie überzeugte Nazis sind, sondern weil die es halt irgendwie wild und rebellisch finden, so, und das ist das, was ich da beschreibe. Ich glaube, da unterscheidet sich, weiß ich, ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern dann vielleicht auch nochmal von, also jetzt mache ich gar nicht Stralsund, sondern, weiß ich, keine Ahnung, unterscheidet sich dann nochmal von Zetel, da wo ich herkomme. Bei mir ist es so, und ich glaube, bei fast jedem Kind, was irgendwie in ländlicheren Umgebungen groß geworden ist, dass man so alte Kumpels hat, die nie den Sprung quasi geschafft haben aus dem Dorf, die da Ausbildung sofort, irgendwie das, was der Papa gemacht hat, und dann für immer da geblieben sind. Seid ihr froh, dass ihr irgendwie den Sprung raus geschafft habt? War euch das wichtig? Ich finde, also ja, für mich schon. Ich bin total zufrieden so mit meinen Entscheidungen und wie sich das entwickelt hat. Also so Sprung raus geschafft klingt halt so, als wenn das so von jedem der Lebensentwurf sein müsste und entweder man schafft es oder man schafft es nicht. Also wenn Menschen sich da wohlfühlen und sagen, ey, ich will hier nicht weg und ich will meine Ausbildung machen und so weiter, Kinder und Haus bauen, und dann ist gut so, ich will hier nicht raus, reicht mir, dann ist ja auch okay. So, es kann ja, ist ja das Schöne irgendwie, dass jeder so sein Leben so selber gestalten und entwerfen kann und seinem Lebensplan folgen kann, wie er das möchte. Aber für mich war es auf jeden Fall, ich bin sehr froh, so nach Berlin gezogen zu sein und jetzt hier zu sitzen mit Ernst FM. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur noch anschließen. Nur hinzufügen kann ich noch, dass ich eben auch viele Leute kenne, die so
kleben geblieben tatsächlich sind, die so nicht so glücklich sind, aber das gibt's halt eben auch genauso in der Stadt, Leute, die sich aus so manchen Zusammenhängen nicht lösen können, obwohl sie eigentlich möchten, aber das habe ich halt so teilweise dann doch so alte Kumpels, die eigentlich keinen Bock mehr haben, das so und so zu machen, aber halt schon in so festen Strukturen sitzen, dass es halt schwierig ist, jetzt zu sagen, ich breche es nochmal ab. Ich mochte den Song Schiffbruch sehr gerne von eurem Album. Das ist ja so ein bisschen dieses Nachhausekommen, ist ja auch eine Textzeile, ich glaube an Weihnachten, um sich am zweiten Weihnachtstag irgendwie in der Dorfdisco zu besaufen. Ja. Jetzt haben wir ja auch bald Ostern, ist ja wahrscheinlich relativ so eine ähnliche Sache. Ich war auch heute in die Heimat. Ich habe mich gefragt, ob ihr das auch gemacht habt, in die Dorfdisco gefahren und euch da besoffen habt. Deshalb habe ich es ja gerappt. Ja, ich habe das eine ganze Zeit lang noch auch sehr intensiv gemacht irgendwie. Also so an Heiligabend gibt es dann das Tunis in Friedeburg, oder gab es das Tunis in Friedeburg, wo man sich dann da volllaufen lassen kann. Und das habe ich dann aber auch irgendwann so als zunehmend unangenehm empfunden irgendwie. Das ist dann halt auch so ganz oft so, es geht halt für einen Abend klar, aber ist dann teilweise auch da schon sehr krampfig, weil du also mit Leuten, von denen du dich eigentlich teilweise entfernt oder entfremdet hast, aber dann machst du noch einmal so auf geil und so weiter und so fort. Das macht Spaß, lässt sich aber bei mir nur mit sehr viel Schnaps erträglich machen und ist dementsprechend dann auch immer irgendwie ein bisschen bescheuert. Ich verbinde Dorfdisco total hart mit 3 Uhr nachts Killing in the Name of von Rage Against the Machine. Ich habe in einer Plattenkritik über Alles brennt geschrieben, also ich habe da eine drüber geschrieben, und in der habe ich behauptet, dass ihr bei Rage Against the Machine die Texte mitgrölen konntet. Stimmt das? Ich hasse Rage Against the Machine, ich finde die so wack. Nee, also Rage Against the Machine habe ich auch nicht so gefeiert, aber so System of a Down und sind ja auch so eine Klassiker, ne? Sag ich mal. Ich sag ja immer Klassiker, ne? Wenn ich Killing in the Name aufhöre, dann habe ich immer das Bild von so einem 15-Jährigen, der so ganz wütend seine Tür zuknallt, und dann stelle ich mir immer vor, wie so, nein Mama, ich räume mein Zimmer nicht auf, wenn ich länger rausgehen will, dann gehe ich halt länger weg, ihr könnt mir nichts verbieten, ich bin 15. Das ist für mich Rage Against the Machine in 2 Sätzen. Nee, ich mag die nicht. Ich finde die ganz wack. Okay, Tesso, und ja. Über dich habe ich gelesen, dass du als Teenager Gitarrist warst in einer Band, die Koma-Kellen. Ich finde, der Bandname klingt ziemlich nach Punk-Band. Ja, es war tatsächlich, also ich habe mir noch so mit Peter Burschs Gitarrenbuch, habe ich mir das so selber beigebracht, so ein paar Akkorde zu spielen. Habe dann einen Schlagzeuger kennengelernt und wir haben dann einfach immer uns getroffen und ich habe rumgeschrien und er hat dazu auf dem Schlagzeug rumgetrommelt. Ich habe dann noch einen Kumpel, den habe ich dann drüber geredet, mit dem Bass anzufangen. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, und zwar habe ich noch einen anderen Kumpel gehabt, der auch Gitarre gespielt hat, und den dann, ja komm, wir kommen auch noch dazu, dann sind wir wieder die Toten Hosen, so 2 Gitarren, Bass und Schlagzeug. Und das Ding ist, dass der sich aber dann mit dem Schlagzeuger viel, viel besser verstanden hat. Und dann aber, ja, lass doch mal lieber so wie Revolverheld und so, sowas in die Richtung. Oder ich glaube, weiß gar nicht, ob es Revolver damals schon gab, aber sowas in die Richtung machen. Und das war dann der Tod von Koma-Kell, ne? Das ist traurig, ne? Rest in Peace, sag ich immer, ne? Habt ihr denn eine Punkrock-Vergangenheit? Also bei mir auf dem Dorf war das erstmal sehr verbreitet, und euch wird ja auch oft diese Attitüde quasi zugesprochen in Texten. Also Punkrock, wenn man das so bezeichnen will, ich bin auf jeden Fall so mit Ärzte und Toten Hosen aufgewachsen und fand das total toll damals. Da werden jetzt dann viele auch sagen, dass das kein richtiger Punkrock ist, aber also ja, schon punkiger auf jeden Fall als Revolverheld, ja. Bei uns gab es tatsächlich keine oder ganz wenig Hip-Hop-Typen nur, deshalb bin ich so zwangsläufig unter Punks groß geworden und habe ganz viel Punkrock tatsächlich gehört. Ich habe für dich eine weiterführende Frage sogar noch, die Aussage, dass eure Texte auch eine Punkband singen könnte. Ja, könnte sie. Aber könnte auch eine andere Band singen. Eine Punkband würde aus einem unserer Texte 16 Songs machen. Ja, wahrscheinlich. Das bewundere ich ja auch tatsächlich immer bei so wenig textlastigen Bands. Irgendwie ist es eigentlich viel gechillter, zumindest für Live-Auftritte. Tja, so ist das. Man kann nicht alles haben. Und Tesso, du hast gerade das tragische Ende der Koma-Kellen angesprochen. Wie bist du danach denn zum Rap gekommen? Ja, auch schon währenddessen. Wie bin ich zum Rap gekommen? Ich habe irgendwann
ich hing halt immer dann rum, so in so Plattenbaubuden haben wir gekifft und gesoffen und einfach Scheiße gebaut. Und irgendwann hat einer, damals gab's noch, damals war das noch nicht so groß, da war ja Internet und so, ne? Das war ja noch nicht so groß damals, ne? Und da hatte irgendwer mal so eine CD mitgebracht, wo so eine Daten-CD, wo so ganz viele Alben von Agro Berlin und Berlin Crime und so weiter waren. Und da haben wir das erstmal angemacht und ich dachte so, oh nee, was ist das denn, Alter? Das ist ja total komisch und gruselig und so. Aber irgendwann hat es dann so Klick gemacht und ich dachte, ey, nee, Moment, Alter, die sind ja genauso wie wir. Scheiße. Oder beziehungsweise geil. So auch, die hängen ja auch nur rum und saufen und kiffen und gehen auf Partys und sprengen die und fangen Stress an. Und dann dachte ich mir, ja, ne, das ist ja, das trifft ja mein Leben viel, viel mehr als so Totenhosen oder Ärzte. Und dann hatte sich oder Korn oder was weiß ich, was ich da damals alles gehört habe. Und dann hatte sich das erledigt. So, dann habe ich mir die langen Haare abgeschnitten und dann war ich dann Hip-Hopper. Und das hat sich dann auch ganz gut überschnitten mit dem Ende der, mit dem tragischen Ende der Koma-Kellen. Rest in Peace nochmal an dieser Stelle. Und dass ich dann so, ja Mann, ihr wart eh scheiße, ihr mit eurem Schwuchtelpop da, ich bin jetzt ein harter, geiler Rapper. Und dann haben wir auch dann mein anderer Kumpel, den ich ja zum Bassspielen überredet habe, der noch weiter in der Band war, der kam dann auch irgendwann an, so in unsere Clique und dann hat er mal ganz stolz, ja, wir haben jetzt erste Songs aufgenommen, hier, hört mal rein. Und dann habe ich so alle eingeschworen und wir haben das so alle zusammen geredet, oh, was ist das für eine Schwuchtelkacke, oh, mach den Dreck aus und so. Und irgendwann dann hatten wir es sogar so gedreht, dass immer, wenn wir dann besoffen waren und so weiter, mach nochmal die scheiß CD an, dann können wir wieder lachen. So. Das war eigentlich voll fies, aber es hat mir Genugtuung verschafft. Grimm, genau. Bei dir die ersten Gehversuche im Rap ein bisschen früher, ein paar Jahre früher, ich glaube so mit 14, 13. Wie lief das ab? Wie bist du dazu gekommen? Na, ich habe so eine ganz klassische Hamburg-Rap-Sozialisation gehabt tatsächlich. Also ich habe so mit so Dynamite Deluxe, so pures Gift und so weiter und so fort angefangen zu hören und das hat sich dann so weitergeführt und dann habe ich tatsächlich mein erster Rappername war MC Nordlicht. Das reimt sich ganz toll auf sportlich und ich glaube, das habe ich auch das ein oder andere Mal gespittet. Der erste Text war mit so, den habe ich so halb von Freundeskreis gebeitet. Ich war ja immer gut in Geschichte und mochte immer so und so Sachkunde und mochte dann immer so, ey, yo, flow so hoch wie der Kilimanjaro oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann habe ich das so vor mich hingeführt und die erste richtige Grimm hat 4 Aufnahme ist tatsächlich auf einem Bushido-Beat und das Lied heißt Stress. Und die Hook geht so... nee, sage ich doch nicht. ich wollte so ein bisschen ein aktuelleres Ding ansprechen. Du hast für 1Live ein ungefähr ziemlich wütendes Essay über und gegen Milky Chance geschrieben. Und darin kritisierst du die, das geht uns alles nichts an Haltung. Was genau stört dich daran? Ich finde, es ist ja in Ordnung, wenn man eine das geht uns alles nichts an Haltung an den Tag legt. So, das ist okay. Ich finde es aber viel ärgerlicher, wenn die Leute dann dabei aber so tun, als würde, wenn sie jetzt irgendwie einen alternativen Lebensstil oder weiß ich nicht was. Das ist so dieses, hey, wir sind so ein bisschen alternativ, achten richtig gut darauf, dass wir richtig gutes Essen von einem regionalen Bauern kriegen und so weiter und so fort. Aber der Rest der Welt ist uns halt scheißegal. Das kritisiere ich da dran. Jetzt habe ich noch ein Zitat von dir gelesen, nämlich später hast du gesagt, dass deine Wutrede über Milky Chance Quatsch war und dich verbessert und gesagt, wen ich eigentlich hasse, sind Revolverheld. Was hast du denn gegen Revolverheld? Tragen Jeanshemden. Ist es so einfach? Manchmal kann es so einfach sein. Alle Revolverheld sind einfach wack. Und das muss man auch mal so sagen dürfen. Wird man doch wohl noch mal sagen dürfen. Sehr gern. Ich habe jetzt aber eine Frage, die so ein bisschen darauf eingeht, nämlich die Frage, ob Popmusik denn immer unbequem sein muss oder ob die auch einfach mal da sein darf. So. Nö, sie darf ja natürlich da sein, das ist in Ordnung, aber dann darf ich mich auch drüber aufregen. So einfach ist die Welt gestrickt in meinem Kosmos. Nee, ich finde es ja völlig in Ordnung, wenn Musik flach ist irgendwie. Und ich finde es auch schlimm, wenn irgendwas dann so... Flache Musik ist okay, aber flache Musik, die so tut, als wäre sie jetzt irgendwie arty-farty, das ist halt scheiße.
So, und das ist halt für mich so Revolverheld, so ehrliche Gitarrenmusik, die dann aber trotzdem nur beschissener Männerpop ist. Zu eurer Musik mal. Ich hatte den Eindruck, dass ihr das jedenfalls nicht wollt, dieses flache Musikbild. Was ist der Anspruch an eure Musik so? Habt ihr euch, als ihr quasi an Alles brennt rangegangen seid, so gedacht, ey, wir wollen irgendwie mal wieder Meinungen kundtun oder weiß ich nicht, wie verkopft war das? Naja, nicht so verkopft, wie die Leute sich das immer vorstellen anscheinend. Also bei unserer Musik ist dann doch der Großteil kommt dann schon aus dem Bauch, also so von wegen, der Anspruch ist, uns auszudrücken und nicht irgendwas in die Welt hinauszutragen. Also das und etwas, was uns beschäftigt, worüber wir uns aufregen oder was in uns ein Unwohlsein hervorruft, das auszudrücken und im Gegensatz dazu denken die Leute ja immer, nee, dass wir jetzt so sitzen und uns denken, ey, lass mal, wir müssen mal dieses Thema ansprechen, weil die Leute müssen echt mal ein bisschen darüber nachdenken und so. Das ist halt nicht der Fall. So, wir machen keine Propaganda und keine Schulaufgabenmusik hier, analysier mal den Text und hier drei Aufgaben dazu, sondern wir drücken uns einfach aus und Punkt. Jetzt könnt ihr relativ leidenschaftlich und gut hassen. Ich habe mich gefragt, wie ihr damit umgeht, wenn euch, und das passiert ja unter anderem manchmal, Leute so richtig scheiße finden. Ja, damit muss man dann leben, ne? Ich sag mal so, wie man in den Wald hineinruft, so schallt das auch manchmal wieder raus, ne? Ja, nö, ach, das ist, also ja, kann ich mitleben, ist okay. Also würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, dass man sich dann auch nicht mal kurz ärgert oder so, aber ja, also ganz ehrlich, wenn wir hacken auf allen rum, dann wird da immer Homer auf uns rumgehackt, das ist nun mal so. Grimm, du hast vorhin über Bushido und deine ersten Gehversuche gesprochen und dass du deinen ersten richtigen Track letztlich über einen Bushido-Beat gerappt hast. Der hat jetzt gesagt, dass er euch unwitzig findet und mit so linker Scheiße nichts anfangen kann. Wie traurig seid ihr denn darüber? Auf einer Skala von 1 bis 10? 10. Nö, Quatsch. Überhaupt nicht. Ist halt Bushido, warum sollte der auch was mit unserer Musik anfangen können? Punkt 1 und Punkt 2 finde ich schon absurd und crazy genug, die Vorstellung, dass Bushido bei sich in seiner Villa in Kleinmachnow sitzt und unsere Musik, also auch von der Juice zwar vorgespielt bekommt, aber eben unsere Musik hört und eine Sekunde im Gehirn des Großmeisters damit beschäftigt war, unsere Musik zu hören. Ja, es wäre total verrückt, wenn Bushido jetzt auf einmal so einen Imagewechsel vollziehen würde und auf einmal so mit Bands wie uns oder mit KIZ so dann so Features machen würde und so und dann so dieser total ernsthafte, humorlose Typ dann da irgendwie so in so einem Video dann, ja, weiß ich, keine Ahnung. Das wäre geil, ja. Vielleicht so, wenn das nächste Marktsegment erschlossen werden muss. Ja, kommt bald. Habt ihr BWL studiert? Wahrscheinlich nicht. Ich habe BWL studiert, ja. Klingt so, krass, ja. Tja. Ich hatte zwei BWL-Vorlesungen studiert, nicht BWL, bin auch sehr glücklich darüber. Ach, mir hat es Spaß gemacht tatsächlich, muss ich mal sagen, ne, an der Stelle. Zugezogen Maskulin ist für mich ist auch mein Abschlussprojekt tatsächlich. Und so, ja, keine Ahnung, so Zeckenrap, Antifa und so, das sind für mich auch nur Marktsegmente, die es abzuschöpfen gilt. Ich denk, der Hype ist auch im halben Jahr vorbei. Naja, das kommt aufs Marketing an, ne? Da habe ich schon mir ein paar Gedanken gemacht. Seid ihr gut drin? Naja, guck mal, das sind ja ganz, ganz einfache Sachen so. Da wird gestritten dann eben so demnächst, dann kommen so ein paar Diss-Tracks gegeneinander, dann kannst du irgendwann, dann sucht sich jeder so einen neuen Kompagnon, mit dem er dann auch wieder gegen die andere Gruppe disst, dann wird aber sich mit dem wieder zerstritten und wir vertragen uns wieder und machen wieder was zusammen und das Spiel, das kannst du unendlich weiterführen so und das ist einfach genial. Ja, klingt krass auch so, der Feuilleton-Hype von Grimm schon im letzten Jahr als Wegbereitung für euren jetzigen klingt richtig. Sehr berechnend. Ja, total. Angenehm berechnend, ich ja, mag sicher. Das ja. Ihr seid Hammer. Ja. Echt, ja. Ihr seid so ey, angenehm, authentisch berechnend. Popmusik, ne? Finde ich gut. Ich habe mich jetzt gefragt, ob es euch, also ich habe so ein bisschen bei euch den Eindruck, und du hast jetzt ja gerade schon zugegeben, dass es vielleicht nicht zu 100% so ist, aber dass es euch relativ scheißegal ist, was andere Leute über euch denken. Ja, muss es, also ganz ehrlich, als Künstler, ich finde nichts schlimmer als so Künstler, die sich so abhängig machen von der öffentlichen Meinung oder von der Meinung ihrer Fans und die dann auch vielleicht irgendwann mal sich was trauen, so ein Album machen, was so ein bisschen anders ist und eine Weiterentwicklung ist und dann schreiben die Fans dann in den Kommentaren, ja nee, ist voll scheiße, mach mal wieder so wie früher und dann kommen direkt dann schon von den Künstlern so dein Facebook-Post, ja Leute, keine Angst, ich sitze schon am nächsten Album, das wird auf jeden Fall wieder der harte Scheiß wie früher und dann denke ich, Mann, du Spasti, Alter, was bist du denn? Bist du ein Künstler oder bist du ein scheiß Autohändler, Alter?
der irgendwelche Produkte entwirft, die dann nur die, damit die den Leuten gefallen. So, das finde ich richtig wack und traurig. Also natürlich kann man sich ja auch nicht total frei machen und so, dass das einen das nicht interessiert, so die öffentliche Meinung so, aber man sollte dann schon im Prozess sich dann davon, so gut es geht, dann doch frei machen und bei sich bleiben und wirklich das machen, worauf man selber Bock hat und nicht, wo man denkt, das kommt jetzt cool an oder oh nee, das mache ich nicht, das ist peinlich oder so. Die Hook bei Plattenbau OST, relativ poppig, das war aber auch einfach, weil ihr es geil fandet. Ja, die Hook, sag ich auch mal so, die hatte mal viermal so viele Zeilen. Aber dann habe ich, und am Anfang habe ich die auch gesungen. Gibt es da noch Aufnahmen von? Exklusiv für Ernst FM? Ja, keine Ahnung, Liebe. Irgendwo vergraben in der Wüste, so wie dieses E.T.-Spiel von Atari. Auf jeden Fall, ist halt geil. Ich mag ja auch Popmusik, so. Wenn so als Popmusik ich finde das auch da total geil und total platziert und es hat sich eben nach und nach so entwickelt und ohne Mist, das Lied wäre in der Fassung, wie es ganz am Anfang war mit der Hook, wäre es nicht so geil geworden wie jetzt. So. Ich habe eine letzte Frage und zwar der Plan danach quasi. Du hast gerade schon über dein Studium gesprochen. Ich glaube, Grimm, du bist wahrscheinlich auch nicht komplett planlos für danach. Ich habe mich gefragt, wenn ihr irgendwann mal out seid, im halben Jahr oder in einem Monat, was macht ihr dann? Boah, keine Ahnung, irgendwas mit Medien. Nee, ich träume davon, irgendwas ganz anderes zu machen, vielleicht Förster oder sowas. Ich zieh nach Mallorca und mach da so ein Café auf oder so. So für das deutsche Publikum. Ich glaube, da ist noch relativ wenig, ist noch relativ unerschlossen nach Mallorca. Und ich sehe da so eine Nische für mich auf jeden Fall. Ein Marktsegment, ein freies. Richtig, genau. Ja. Okay, vielen, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank zu Gezogen Maskulin. Gerne. Ernst FM. Laut, leise, läuft.